Jo Leute, und was geht ab? Hier ist wieder Glitch AP mit einem neuen Video. Und ja, heute habe ich mal für euch einen sehr lustigen Videoteil, mal eine neue Serie sozusagen hier. Animation Glitches. Sieht's gerade schon mein Kumpel. Ich habe heute 3 Animation Glitches für euch, was richtig lustig aussehen. Die könnt ihr ganz normal solo hier nachmachen mit eurem Eigenfahrzeug oder eins von der Straße, ist eigentlich egal. Und was ihr noch braucht, ist, was noch wissen müsst, ist, dass ihr keine Brille, keine Maske oder irgendeinen Helm oder irgendwas auf dem Kopf haben dürft. Dann könnt ihr auch schon mit dem Glitch anfangen. Ich habe jetzt hier mein Auto für den ersten Glitch. Fangen wir gleich mal an. Aber ich würde sagen, vorher sage ich euch noch, falls euch meine Videos gefallen, vergesst nicht zu abonnieren. Lasst natürlich noch ein Like da. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einfach die Kommentare rein. Dann antworte ich euch natürlich sofort. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Glitch an. Also bei Nummer 1 Animation Glitch müsst ihr einfach so ein Auto haben. Hier, ich habe jetzt hier mein eigenes, könnt auch ein NPC-Fahrzeug machen. Ja, ihr stellt euch einfach hier dran. Und dann geht ihr am besten mal in euer Interaktionsmenü rein und guckt nach irgendeiner Aktion von diesem neuen, zum Beispiel hier nehme ich jetzt immer das Haus bebt. Und ja, weil bei diesen neuen Animationen ist es eben bugged sind, weil die bewegen sich halt eben bei diesen Animation Glitch immer, bei den Autos halt. Und deswegen müsst ihr auch diese nehmen, falls jemand diese Frage hat. Und ja, wenn ihr jetzt irgendwelche ausgewählt habt von den neuen, ich habe jetzt hier eben das Haus bebt, könnt ihr auch gerne machen. Dann stellt euch einfach hier direkt neben die Fahrertür, also Fahrerseite. Dann haltet ihr den linken und rechten Stick gedrückt für die Animation und spammt Dreieck. Okay, wenn jetzt nicht geklappt. Nochmal. Also eben gedrückt halten und Dreieck spammen. So, wenn ihr sehen könnt, bei mir jetzt ist es klappt. Ja, tut euer Charakter, wie mein Kumpel hier auch, die Hände so richtig lustig. Also der macht ja wirklich diese Animation in dem Auto. Sieht wahnsinnig lustig aus, ihr könnt es mit allen Autos machen. Schätze ich mal, ich habe es hauptsächlich hier mit dem Sportwagen ausprobiert, Super Sportwagen. Sieht echt wahnsinnig lustig aus. Ihr könnt mal den Freunden ein bisschen pranken, vorbeischauen und schauen, was die so, ob das ihnen auffällt, dass sie so sozusagen. Ich fände es auf jeden Fall wahnsinnig lustig. Kann man auf jeden Fall auch hier auf Tuning treffen, damit ankommen. Und ja, ihr könnt auch natürlich wieder aussteigen, so wie ich jetzt. Und euer Charakter macht die Animation ganz so weiter, dann könnt ihr ein bisschen rumlaufen hier. Sieht eigentlich auch ganz lustig aus. Aber sonst ist es halt nichts Besonderes. Aber ist halt wie gesagt ein ganz lustiger Glitch und ja, wenn euch halt mal langweilig ist, könnt ihr es einfach mal solo easy machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Animation Glitch über. Bis gleich. So, und ja, nun sind wir schon am zweiten Animation Glitch angekommen. Ist auch richtig lustig, finde eigentlich was noch geiles im vorherigen. Der geht ja bloß ein paar Sekunden, der andere geht ja unendlich, bis ihr halt irgendwo reinfahrt in eine Garage oder sonst was. Und die Animation einfach mit diesen beiden Joysticks fortführt. Aber so finde ich halt den sonst schon geiler, den Glitch, wo jetzt kommt. Weil er einfach nur lustiger aussieht, aber geht ja wirklich nur für eine kurze Zeit leider. Aber sonst würde ich sagen, labern wir nicht weiter rum, sondern fangen einfach direkt an. Also ihr habt wieder euer Auto hier, egal ob im Besitz oder von der Straße. Wir stehen auf der Fahrerseite. Dann drückt ihr diesmal nämlich den linken und den rechten Joystick doppelt, dass er diese große Animation macht, also eben doppelt. Beim vorherigen Glitch haben es wir nämlich bloß gedrückt gehalten, einmal. Und diesmal drücken es wir nämlich, also beide Knüppel gleichzeitig doppelt, dass er eben diese Animation macht und dann drückt ihr sofort danach die ganze Zeit spammt ihr Dreieck so wie ich und dann könnt ihr schon sehen mein Charakter ja er steht sozusagen im Boden, macht diesen Dance
Es sieht einfach wahnsinnig lustig aus, finde ich. Und ja, macht es einfach mal nach. Es macht echt wirklich Bock. Ich mache jetzt hier nochmal den Fahrzeug fernsteuern, den Motor gleich an, dann kann ich direkt losfahren. So. Vielleicht die Animation. Okay, dieser war es nicht richtig. Hier beide Knöpfe nochmal. Dreiecks. Okay. Auch diesmal nicht. Verkackt. So, direkt daneben stehen. Animation. Okay, wieder falsch. So, jetzt aber. Nein, er zeigt den Finger. Jetzt. So, direkt spammen. Einsteigen. Und los geht's. Yay. Nice. Ja, das war's aber auch schon zum zweiten Animation Glitch. Dann gehen wir direkt zum dritten Animation Glitch über. Bis gleich. So Leute, nun sind wir auch schon am letzten Animation Glitch angelangt. Finde ich auch einer der geilsten. Ist auch noch nicht allzu groß verbreitet auf YouTube, aber finde ich auch wahnsinnig lustig, vor allem weil der die ganze Zeit bleibt. Und bei diesem Glitch wird halt nicht nur hier diese Animation so gefreezt, sondern der ganze Oberkörper dazu. Und es bleibt da wirklich die ganze Zeit. Und ja, auch ganz wichtig ist hier wieder keine Maske, keine Brille, gar nichts auf dem Kopf am besten. Und diesmal braucht ihr eben ein Motorrad. Am besten funktioniert es halt eben mit der Oppressor MK2. Ihr könnt es natürlich auch gerne mit anderen Motorrädern versuchen. Ich habe es bis jetzt, ich glaube, mit der Barty gemacht, hat es soweit ich weiß, geklappt. Testet es einfach mal, wenn ihr keine Barty oder Oppressor habt, einfach mal mit anderen Motorrädern aus, was ihr halt so habt. Könnt ihr dann welche von der Straße machen, müsst eigentlich alles gehen. Und ja, ihr stellt euch einfach hier direkt davor. Dann halt im Interaktionsmenü macht ihr die Aktivitäten, wo ihr wollt. Es geht leider nicht bei allen, sondern am besten ist irgendeine Aktivität von diesem neuen eben. Ich habe jetzt wieder das Haus bebt, weil es so das Beste ist eigentlich, weil es so gut wie jedes Mal super klappt. Aber ihr könnt es auch andere versuchen. Ich weiß nicht, welche alle gehen, aber testet es einfach mal aus. Und ja, wenn ihr hier vor dem Motorrad oder Presser steht, geht dann einfach Ego-Perspektive. Und ganz wichtig ist, ihr müsst direkt hier vor der Oppressor oder Motorrad stehen. Und dann drückt ihr wieder den linken und den rechten Joystick, also den Knüppel, wieder beides gleichzeitig doppelt, dass ihr wieder die Animation macht. Und drückt sofort Dreieck zum Aufsteigen. Und wenn es geklappt hat, so wie bei mir, dann könnt ihr schon sehen, hat euer Charakter in Ego-Perspektive diese Hände hier so draußen. Und wenn ihr jetzt hier seid, könnt ihr nicht mehr aufs Ego raus. Ihr müsst erstmal Dreieck absteigen. Dann drückt ihr mal Touchpad. Und dann seid ihr auch in Third Person. Jetzt könnt ihr schon sehen hier, die Animation ist gefreezed. Und der komplette Oberkörper. Ist echt lustig. Könnt ihr ja so lustig rumspringen, bis halt dann eben ja, ein NPC-Auto kommt oder sonst jemand und euch anfährt, dann ist die Animation auch schon wieder vorbei. Ja, oder ihr geht. Weil Garage ist, glaube ich, was anderes, da bleibt es sogar. Ich hätte einen Mechaniker oder so und fahrt wieder raus. Dann ist es, glaube ich, auch schon weg. Aber da gibt es so einfach zu machen, dazu nur Solo oder so. Ich weiß nicht, was man hier noch dazu zu meckern hat. Und ja, ihr könnt dann auch mit diesem Glitch noch ein Fahrzeug einsteigen. Geht's auch nicht weg, sieht alles auch wahnsinnig lustig aus. Der bleibt auch die ganze Zeit. Und ihr könnt natürlich auch damit viele Spiele trollen und sieht einfach lustig aus. Ich mache es hier nochmal für euch. Also bin Ego, steht davor. Animation sofort Dreieck. Und ja, der First Try klappt. Mal absteigen. Touchpad. Ihr könnt umspringen. Ihr seht es auch daran, wenn ihr wieder aufsteigt aus dem Tor, das sind auch andere Spieler. Ja, hatte diese komische Bewegung, also es sieht richtig ungesund aus. Der Charakter hat doch die Hände so komisch an den Griffen dann. Ja, ist auf jeden Fall wahnsinnig komisch. Aber da könnt ihr schon dann sehen, dass es geklappt hat.
Und andere Spiele lachen sich dann wahrscheinlich echt drüber aus. Und ihr könnt halt echt viel machen. Ihr könnt während dieser Animation euch auch irgendwo hinlehnen. Das sieht dann auch ganz lustig aus. Oder halt eben in Fahrzeuge einsteigen. Ich mache jetzt gerade mal hier ein NPC-Fahrzeug. Ja, das sieht auch ganz lustig aus. Das ist jetzt nämlich Unterschied zum dem ersten Glitch am Anfang. Bei dem hier ist halt eben alles gefreezed. Und bei dem anderen, also beim ersten, da bewegen sich halt die Hände. Aber der geht halt eben nicht so lange wie dieser hier. Und ja, das war's auf jeden Fall schon zu diesem Teil. Ich kann euch noch einen kleinen Glitch als Bonus zeigen, wenn ihr wollt. Ich mache mal ganz kurz. So, einmal aufsteigen. Ich beende mal kurz hier das, wenn ich nochmal Joysticks drücke. Gut. Und zwar im Prinzip dasselbe wie mit den wie im Fahrzeug, also wo ihr dann so am Boden steht, wo es halt eben mit Motorrad. Da könnt ihr es glaube ich mit der auch machen. Ich habe es bisher nicht ausgetestet, aber ich schätze mal, es geht so. Ja, einfach beide Knüppel, also hier linken und rechten doppelt drücken, sofort aufsteigen und ja, euer Charakter macht diese Animation und sieht einfach wahnsinnig lustig aus, vor allem bei dem hier, weil es ja so durch die Luft fliegen kann. Ja, das könnt ihr so gut wie bei jedem Motor machen. Bei Shotaro, also bei diesen niedrigen Motoren, habe ich es jetzt noch nicht ausgetestet, aber ja, ich schätze mal, es müsste ich hinbekommen. Okay, jetzt habe ich was ganz anderes rausbekommen. Ah, beende ich nochmal hier. So. So, nochmal doppelt drücken. Vielleicht aufsteigen. Okay, wieder verkackt. So, jetzt aber. Ja. Das ist einfach wahnsinnig lustig. Und ich kann, weil die anderen Spieler sehen das halt auch. Also diese Animation ist halt bloß für ein paar Sekunden eben. Aber für den Moment ist es einfach wahnsinnig lustig. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon zu meinem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst natürlich ein Like da und ein Abo. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, natürlich auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr nämlich nichts mehr zu meinem Kanal. Und ja. Ja, es geht ja mit der Map ab. What the fuck? Oha. Okay, gut, ja. Egal. Haut auf jeden Fall rein. Habt noch einen schönen Tag. Und ciao.